Und somit willkommen zurück zu dem Game Boy Color. Let's Schauen auf meinem Kanal heute mit dem Spiel Mario Golf. Damals erschienen 1999, könnt ihr alleine oder zu zweit spielen. Mario Golf bietet vier vollständige Kurse mit je 18 Löchern, 11 Golfer und dieselbe präzise Steuerung, die auch schon die Nintendo 64-Version auszeichnete. Du kannst deine eigenen Golfer kreieren und ihr können mit der Zeit ausbauen, indem du Meisterschaften absolvierst oder gegen andere Golfer spielst. Je öfter du spielst, desto stärker und präziser wird der entsprechende Golfer. In Mario Golf gibt es viele verschiedene Spielmodi sowie eine Menge von Minispielen, die auch die besten Schlägerschwinger fordern werden. Versteckte Überraschungen und die enorme Detailverliebtheit von Mario Golf tragen ein übriges dazu bei, es zum perfekten Golferlebnis für unterwegs zu machen. Na dann, let's golf! Können wir hier überspringen? Ein Spieler? Man könnte jetzt hier einen neuen createn. Und wir nehmen Mario. Try a practice round. Hier kann man trainieren, alle Löcher anscheinend. Das sind nur die zwei Sachen. Zwei Practice Round, ja. Awarded Kurs. Tropical Twist. Irgendein Plateau. Seaside Challenge. Ja, Klings Club. Ah, nehmen wir einfach mal den ersten Kurs. Ich habe noch gar nichts gemacht, oder? Hopp, genau in der Mitte, genial. Ah, ich muss zweimal drücken, damit er dann losschlägt. Okay, verstanden. Wir sind auf jeden Fall auf dem Fairway. Das war schon der Gegner, ja? Okay. Erstmal hier mit links rechts, ne? Können natürlich auch andere Schläger nehmen mit Steuerkreuz nach oben unten. Ich hab doch gemacht. Ey, oder verstehe ich das jetzt zu falsch? Er geht dann trotzdem nach rechts. Fliegt gar nicht über 200 Yards. Das war gut jetzt. Also er muss mal links, um die Stärke zu bestimmen. Und dann da rechts in diesem Kasten bleiben. Damit man auch ziemlich gut geradeaus liegt. Okay, wie viel Yards hatte ich denn jetzt noch? Noch 13 links unten, okay. Ich weiß nicht, warum der Gegner angezeigt wird hier. Oder ne, das ist keine Ahnung. Wir haben jetzt eine mit der maximal 86 schlägt. Wenn wir ganz links machen. 40. War gut. War gut. On the green, ja. Und 2 Meter. Geht gerade noch rein. Hier bekommen wir ein Double Boogie. Ne, warum nicht, ne? Wind beachten, man kann nach rechts schlagen. Ja, mal schauen. Ja, das ist glaube ich aus. Ne, hohes Gras noch. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Ah, verstehe.
möchte gerne so hier hin. Genau, ob wir damit weit kommen. Ah, es ging, ne? Ne, so weit nicht. Wir brauchen gar nicht so weit. Maximal bis dahin. Na, kurz vorm Ende. Hm. Ah, wir haben Putter, ne? Oh ne, das ist richtig dumm. Wir brauchen hier einen anderen Schläger, nicht mehr Potter. So, 27 Yards sind noch, wir dürfen nicht zu doll schlagen. Ungefähr so. Aber ich habe den Wind nicht beachtet. Der kommt von links. Hm. Die Pfeile zeigen an, wie der Hügel sich bewegt, ne? Ungefähr bei der Mitte und dann geht er rein. Also vom Grün aus geht's einfacher. Nice. Also Wind kommt von links, muss nach rechts. Das heißt, wir gehen so ein bisschen nach links auf und dann 160, 166 passt. Ja, fast volle Pulle. Oh, war gar nicht so schlecht. Fast ein Hole One. Am Rand des Grüns. Oh. Doch ein bisschen vorbei. Ja, Mist. Gute Annäherung hier. Jetzt stand auf, dass wir ein paar schaffen können. Das war dumm. Wir haben nur einen Meter. Ich möchte gerne ein paar haben können. Auch nicht zu doll, sonst fliegt er drüber. Ah, nice. Drei Löcher gespielt. Oh, zweiter Weg. Das ist schon der längste Schläger. Ja, null Wind ist gut. Eine sehr volle Pulle. Ah, jetzt geht er ein bisschen nach rechts. Gar nicht da gelandet, wo ich wollte. Schauen, ob das auch da landet. Ein Bunker. Wollte ich auch mal testen. Oh, dieses Hin und Her, wenn sie sich bewegen, dann perfekt abschlagen. Oh komm, der geht jetzt hier rein. Let's go. Nicht ganz doll. Bumm. Ja, ganz ausgeschlagen würde er sonst 166 fliegen. Wir hatten ja irgendwas mit 160. Ein Baum stört. Hm. Ganz knapp da vorbei. Mhm. Auf dem Grün. So, der Hügel geht so nach da runter. Bewege ich mich mal ein bisschen so. Hm. Einmal doch voll schlank. Und das war kein Bogen. Aber ein Doppelbogi. wir gehen mal kurz zurück. Jo. VS-Modus, nicht Status-Option, Einspieler. Ja, gucken wir mal hier bei diesem
Irgendwann vielleicht verschiedene. Man kann verschiedene Löcher ausprobieren. Das ist nice so. Loch. Jetzt komm. Nice shot, ja. War nur sehr gut. Fairway. Weiter. Eine Kurve müsste ja so nach links fliegen. Müsste man mal herausfinden, wie das geht. Aber gar nicht so schlecht. Ja, mit Übung, dann kann man hier auch jedes Loch gut meistern. Ja! Bah, nice. Luigi. Aber nochmal die gleich, das gleich nichts kann man machen. Das ist auch mal. Also ungefähr. Ja, okay, verstanden. Muss ich gerne den letzten Schlag nochmal von vorne. Start over. Hole out. Wind. Ja, man kann sogar den Wind einstellen. Oh, das ist sehr cool. So ein richtiger geiler Training. Bis 9 Meter. Mhm. Kursmap. Dann nehmen wir noch einen anderen. Also ne, man kann dann Kurs gucken. Ah. Nehmen wir nochmal ein Loch. Hey. Ja, hat sich jetzt das Richtige? Nee. Das wollte ich nur mal. Dann links Club und dann nehmen wir das letzte Loch, Nummer 18, zum Abschluss. Schauen wir kurz die Karte an. Also voll geradeaus reicht. Okay. Okay. Das sollte rüberkommen, ne? Pass mit 4 Schlägen. Mhm. 7 Meter mal ein bisschen nach links, nicht voll ausschlagen. War trotzdem etwas schwach, okay. Und 17 Yards nur. Ja, gute Annäherung, geil. Das Loch mit so einem. Noch 1,3 Meter, das heißt gar nicht so stark hier. Zack. Ein Bogey zum Abschluss dieser Folge. Ah, cooles Spiel. So, dann geht's beim nächsten Mal auch weiter mit Dr. Mario. Also hier war die europäische und dann wir mal Dr. Mario schauen, ob wir die Bakterien besiegen werden. Bitte nicht herzlich. Bis fürs Zuschauen, sagen nur noch, ich bin mal Basti. Perfekt, Michelle und ciao.